Hallihallo, meine Lieben. Es ist soweit. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob es normal ist, dass ich mich so sehr darüber freue, aber ich freue mich. Zuerst, die Sonne scheint durch meine frisch geputzten Fenster. Ja, das können wir nicht oft genug wertschätzen, dass ich meine Fenster geputzt habe. Wir sind ein ganz kleines bisschen überbelichtet jetzt durch die Sonne, aber die geht bestimmt noch gleich wieder weg. Von daher lassen wir es jetzt so, ne? Wir sind jetzt ein bisschen shiny unterwegs. Und das Zweite, was wundervoll ist, neben der strahlend schönen Sonne, es sind neue Gußdüfte bei mir eingezogen und ich freue mich so, so sehr. Ich habe schon die letzten Monate immer mal wieder, ja, ich glaube, die Duftnasen kennen sie, oder? Immer mal wieder mein Körbchen gepackt, ne, meinen kleinen Warenkorb und dachte mir, ah nee, komm, Jessie, du hast genug, ne? Du hast genug, du willst die Düfte, aber du hast genug. Warte ab. Also, keine Ahnung, gespielt habe ich bestimmt, keine Ahnung, 4, 5 Mal gemacht. Und jetzt, schlussendlich, konnte ich mich nicht länger bezwingen, denn die neuen Sommerdüfte, wenn man das so nennen kann, bei Goose, habe ich das Gefühl, wird ja fortlaufend irgendwas Neues released. Ja, es waren jetzt ein paar neue Sommerdüfte dabei und unter anderem einer, der mich sehr interessiert hat. Und naja, eigentlich mehrere, die mich interessiert haben. Und dann war einer, den wollte ich haben und dann habe ich das gesehen, dass es den im kleinen Glas gibt. Und dann dachte ich mir, ach komm, was soll der Geiz, bestell jetzt einfach, gönnst du dir ein bisschen was, ne? Gönn dir immer schön ein bisschen was für den Sommer, ne? Weil ich habe gar nicht so viel Sommerdüfte hier, ne? Also mag man jetzt nicht denken, wenn man den vollen Kerzenschrank hinter mir sieht und schon geht die Sonne weg. Kurz währte unsere Freude, aber vielleicht kommt sie ja gleich nochmal wieder. Wir reden kurz über meinen Kerzenschrank, solange sie versteckt, ne? Ihr seht ja ganz oben, da ist ordentlich, ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommt. Ihr seht hier oben ganz viele Herbst-Winterkerzen. Auf dem mittleren Regal ein bisschen traurig, ne? Ein bisschen viel Platz. Also für meinen Geschmack ein bisschen viele Lücken an Sommer- und Frühlingskerzen. Und unten sind meine Dreidochtumbler, Frühling, Sommer und noch so ein bisschen gesammelte Werke. Das sind noch von den alten Elevations ein paar. Und ein paar andere Größen sind da noch. Und welche, die ich einfach gerade so am Düfteln bin. Deswegen stelle ich die auch immer rein und raus. You know, ne? So, jetzt sind wir ganz kurz meinen Kerzenschrank durchgekommen. Warum habe ich euch das eigentlich erzählt? Ich drücke mal kurz einen Schluck. Ne? Ich hatte euch auch in meiner Insta-Story schon angedroht, dass ich kann man eigentlich nicht sagen. Wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr, aber ich habe schon einen Tag hinter mir, ne? Von daher wundert euch nicht, dass ich vielleicht nicht ganz auf der Höhe bin. Ne? Die Mama braucht erstmal einen Kaffee. Von daher holt euch jetzt noch schnell ein, solange ich eh nur so vor mich hin schwafle, verpasst da nichts Interessantes. Ne? Wird bestimmt noch so 5 Minuten gehen, bis ich da mal zum Punkt komme. Aber ich setze euch hier unten immer die Timestamps. Ne? Also wer mein Geschwafel nicht hören will, kann einfach auf den ersten Duft klicken und dann überspringt ihr die ganze Nummer hier. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Was habe ich erzählt? Ach ja, genau, mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so viel Sommerliches zum Düfteln habe. Ne? Und der Sommer kommt ja jetzt endlich, lässt er sich auch mal bei uns blicken. Und da brauche ich auch ein paar wundervolle Kerzen. Ne? Ich habe Kerzen geshoppt, 5 an der Zahl, 4 Eindochter, weil ich mag die Eindochter von Goose sehr, sehr gerne. Unter der Beacon liefern die richtig klasse ab. Die halten super. Also Leute, da habt ihr ordentlich Freude dran. Und was für mich ein ganz großes Plus ist, wenn ich denke, ach, jetzt komm jetzt irgendwie von dem Duft. Jetzt reicht es aber mal langsam. Ne? Wir hatten jetzt eine schöne Zeit miteinander, aber wir wissen ja alle, wie lange es dauert, die aufzuwarmern. Wenn ihr die abbrennt, die Eindochter, die riechen wirklich gut. Also, na klar, die füllen jetzt keine Tanzseele aus, ne? Aber so kleinere Räume beduften die wirklich gut und die brennen auch sehr gut ab. Meiner Meinung nach. Die Dreidochter würde ich in geschlossenen Räumen niemals abbrennen. Meine Kaffeemaschine. Sollte ich kurz überlegen, welche von meinen Gerätschaften dann angeschaltet ist und welche von meinen Gerätschaften fertig sein könnte. Die Kaffeemaschine. Ich habe, wie gesagt, gerade ein Käffchen gemacht. Was habe ich gesagt? Jetzt bin ich... Kaffeemaschine hat mich rausgebracht. Was habe ich euch gerade erzählt? I don't know. War wahrscheinlich nicht so wichtig. War wahrscheinlich nur... Ach ja, Abbrennverhalten von den Eindochtern. Nee, von den Dreidochtern. Die Goose Dreidochter, Leute, haben wir es. Würde ich drinnen nicht abfackeln, weil die sehr doll rußen. Sehr doll rußen. Man nimmt, also ich persönlich nehme zwar den Duft stark wahr, also die performen gut, aber die rußen mir viel zu sehr. Ich brenne die immer auf dem Balkon ab, wenn ich da chille und sitze abends. Ist das so schön, weil der Ruß verflüchtet sich so, ne, in die Atmosphäre.
Es ist nicht so, dass die Nierenstone kaputt genug wäre, aber anderes Thema. Und ich sitze da und weil die so stark sind, nehme ich wirklich, ich habe gerade die Nest draußen, ein wunderschöner, kuscheliger Duft und gerade abends, ach, ich liebe den. Jedenfalls nehme ich den sehr intensiv warm. Ich würde die aber nicht drinnen brennen, da warme ich die drei Tochter. Nur die eine Tochter geht beides. Nur mal so out of topic als kleiner Exkurs in die Düfte, Freunde. Ich habe überlegt, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr da noch mal Bock drauf hättet, weil ich kriege öfter Fragen von euch. Jessie, welches Wachs kann ich in welche Lampe tun? Kann ich das Scentsy-Wachs woanders oder umgekehrt? Sind die Scentsy-Lampen dafür? Welche Kerze brennst du? Welche warmerst du? Wo warmerst du? Was auch immer. Wenn ihr noch mal so ein Update von wie düftel ich richtig, glaube ich, habe ich es genannt, oder? Wie düftel ich richtig? Ich weiß es nicht mehr genau. Haben wollt, schreibt mir das mal entweder in die Kommentare oder per PN auf Insta. Dann machen wir das nochmal, ne? Dann versuche ich nochmal mein geballtes Düftelwissen für euch zusammenzuschreiben. Und ne, machen wir hier so eine kleine Unterrichtsstunde, was Düfteln angeht. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr sagt, ach komm, ich weiß, wie der Hase läuft, ne? Brauchst mir Düft zu erzählen. Dann kann ich mir das auch sparen. Ne? Ich habe genug andere Sachen, die ich euch zeigen kann. So, lange Rede, gar nicht viel Sinn, aber ihr kennt es ja. Ich glaube, wer meine Videos guckt und sie auch gerne guckt und immer mal wieder reinschaut, der weiß, dass längere Intros für nichts Besonderes sind. Ne? Ansonsten, genau, ein Tochter, drei Tochter und Melz. Und Melz habe ich mir natürlich auch geholt. Von Düften, wo es, glaube ich, von allen gibt es auch, ja, gibt es auch die Kerze. Gibt es, na gut, drei Tochter gibt es ja eh nur noch, ne? Ich glaube von ein, nee, alles, ich glaube da gibt es, von denen gibt es keine Housewarmer mehr. Es gibt auch so ein paar alte, ne? Wo immer noch die Housewarmer, kann man sich ja noch holen. Aber von denen gibt es überall drei Tochter, glaube ich. Und auch von denen gibt es, glaube ich, auch einen Tochter, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber könnt ihr einfach auf der Goose-Seite nachschauen, ne? Das ist ja jetzt, muss ich euch eigentlich bis ins Detail erklären. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir gehen in Medias Res. Jetzt haben wir es geschafft. Sie hat erstmal ihr Redebedürfnis, was unwichtige Dinge angeht, erstmal so ein bisschen gestillt. Ich entschuldige mich übrigens vorab, falls ich irgendwie tiefe Einblicke gewähren sollte, aber die Bluse rutscht. Aber ich finde die so hübsch und für die Temperaturen ist sie einfach perfekt. Deswegen muss ich die jetzt anziehen und die Ärmelchen sind so süß. Das sind so kleine Puffy-Ärmelchen. Ja, von daher erinnert mich immer mal wieder dran, dann richte ich sie neu, ne? Aber ist jetzt auch nichts Spannendes hier bei mir zu sehen. Brauchen wir ganz ehrlich, ne? Okay, meine Lieben, bevor es jetzt hier zu merkwürdig wird, wir fangen an. Und wir fangen an, wir gehen gleich in die Folie. Ich zeige euch den einzigsten Dreidochter, den ich gezeigt habe. Dann gehen wir zu den Mails und dann zu den Kerzen. Da haben wir so ein bisschen Abwechslung drin, oder? Was meint ihr? Machen wir es so? Obwohl, wenn ich nachher die Videobeschreibung mache, ist das auch doof, ne? Wenn ich dann Kerzen schreibe und dann machen wir die Kerzen noch zum Schluss? Wir machen die Kerzen noch zum Schluss, oder? Ich glaube, das ist doch besser. Ich muss nämlich, ne, man muss ja auch immer ein Füchschen sein, weil ich nämlich nachher und für euch in der Infobox alles mit den Timestamps und alle Namen und alles aufschreibe und aufliste und mache und tue, dann brauche ich auch mal so ein bisschen System. Ne? Ihr wisst, ich habe gern einen Plan und ich habe gern ein System und wenn alles bunt und kreuz und quer durcheinander geht, dann werde ich euch zu Willen Wutz. Ne? Das geht auch nicht. Also Leute, was ich manchmal an so kleinen winzigen Details sitze, die wahrscheinlich keinem Menschen auffallen und die dauern manchmal länger als das gesamte Video und ich hier sitze und auf euch einquatsche. Ne? Das ist sowieso der entspannteste und einfachste Teil und schnellste Teil bei so einem Video. Nur dass ihr wahrscheinlich wisst, was da rundherum ist, mal ein bisschen kostet manchmal Nerven. Ne? Für all diejenigen unter euch, die auch Videos machen, die wissen, was man manchmal so für Nerven lässt. Okay, wir beruhigen uns jetzt alle nochmal ganz kurz, kommen alle ein Stückchen runter, trinken einen Schluck Kaffee oder einen Schluck Tee, was immer ihr auch dabei habt und dann geht's los. Okay, es geht los. Und zwar fangen wir an, mit einem, ach Gott, ich mache mir immer keinen Plan vorher, ne? Ich muss mir eigentlich eher einen Plan machen. Das machen wir so, das ist ein guter Übergang, dann können wir gleich vergleichen. Nehmen wir mal einen, den es schon länger gibt, der für euch jetzt nicht so spektakulär werden wird, ne? Den ihr wahrscheinlich schon alle habt und ich bin einfach die Letzte, die auf den Bandwagon aufgesprungen ist, aber besser spät als nie, ne? Sodass wir ganz entspannt reinkommen und nicht gleich mit so einem, ne? Mit so einem aufregenden Duft beginnen. Und zwar ist die Rede vom Cashmere Linen, nee, Line, Linens, Lins, Lines, I don't know. Ihr könnt ja selber lesen.
so ein bisschen Sonne hier gerade drinnen, ne? Aber ich kann euch die Melts oder Kerzen oder was immer ich auch finde, auch gerne nochmal mit einblenden. Da könnt ihr euch an den wunderschönen Labeln erfreuen. Ich finde das Label sehr schön übrigens. Sehr schlicht mit den hübschen getrockneten Lavendelzweigen ist genau meins. Die Melts finde ich jetzt nicht so prall. Ich meine, ich verstehe das, ne? Du sollst die so, hintereinander kannst du die so aufstellen. Aber ich würde euch nicht raten, wieder was aus meinem Wie dürfte ich richtig Video, was ich euch da erzählen würde. Ich würde euch nicht raten, die Melts so hinzustellen, weil das Duftöl, was da drinne ist, was da drin ist, rutscht dann nach unten und haben die Brocken hier oben gar nichts mehr und hier unten sammelt sich vielleicht die Siffe, denn wenn es warm ist, ne? Also immer legen, Leute, immer eure Bars, egal ob Sensi oder Clamshells, immer legen, ist besser. Okay, meine Lieben, das, wie gesagt, finde ich nicht so hübsch für Plastik. Ich fand die alten Melts, ich habe jetzt so neue, ich fand die alten Melts von gut schöner. I don't know, ist so mein persönliches Gusto, ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, diese Plastikteile findet niemand jetzt so richtig prall. Also, wir fangen an mit Cashmere Linen. Und ich finde den schön, es ist wirklich ein ganz classy, also wirklich, da ist das Rad nicht neu erfunden. So eine, ich glaube, Goose hat auch schon so einen Duft, der so ähnlich riecht. Ich müsste mich jetzt nur mal erinnern, welcher das war. Was ist denn hier los? Das ist wirklich ein richtig schöner, kuscheliger, ganz leicht süßlich-lieblicher frische Wäscheduft. Der hat auf alle Fälle eine frische Wäschenote mit dabei. Aber überhaupt nicht stechend, überhaupt nicht penetrant, überhaupt nicht so dieses cleane, scharfe, ne, was manche frische Wäschedüfte so haben, überhaupt nicht. Und er ist ganz weich, ganz cremig. Ich persönlich rieche da jetzt auch keine Lavendel raus. Und wenn, ist es für meine Nase keine krautige. Weil er sehr weich, sehr smooth. Also wenn dann so eine Lavendel, die sehr weich gespült ist. Mit irgendwie noch anderen lieblichen Blüten. Der ist sehr lieblich und hat, wie gesagt, auch so ein Hint auf was Süßes dabei. Aber auch so eine gewisse Frische. Was halt wieder an diese frische Wäsche. Stehen hier die Noten eigentlich drin? Nö. Ist nur uninteressante Sache. Steht hier mal drauf. Bei Bath & Body Works steht ja immer irgendwo die Ingredienzien. Aber hier nicht. Na gut, ich blende euch ein. Ja, ein sehr schöner Duft, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hatte vor dem... Ja, der hat sowas Cremiges. An welchen Duft... Erinnert mich an irgendeinen Duft von Goose, den ich schon kenne, aber ich komme einfach nicht drauf. Es ist nicht original der gleiche, also es ist kein Repackaging oder so, aber er geht so ein bisschen in die Richtung. So ein bisschen Love to Cuddle mäßig von Goose. Könnte das sein, so ein bisschen in die Richtung? So ganz weit entfernt schreit er vielleicht. Aber ja, ein sehr, sehr schöner Duft. Ich bin gespannt, wie er warm performt. Und wenn der warm auch so schön rauskommt und die frische Wäschenote nicht überhand nimmt, weil das mag ich ja gar nicht, dann könnte ich mich dazu hinreißen lassen, vielleicht, wenn es mal günstig zu haben ist, mir das Gläschen anzuschaffen. Weil ich finde den wirklich schön. Ich finde den echt nett. Das ist einfach so ein richtiger, ja, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ein richtiger random Kuschelduft, den man anmachen kann. Im Schlafzimmer kann ich mir noch richtig gut. Ich bin jetzt sehr dunkel, oder? Wollen wir mal ganz kurz mal ein bisschen heller machen? Wartet mal, jetzt habe ich es noch dunkler gemacht. So ist besser, oder? Was sagt ihr? Bin ich ein bisschen heller? Noch ein bisschen heller? Ist das besser? Das ist besser, ne? Die Sonne hat uns jetzt nämlich verlassen. Ja, sorry, Leute, das ist immer... Das ist, wenn man nicht professionell equipped ist, aber ich würde sagen, wir kriegen es trotzdem hin, ne? Ja, das ist so ein random Kuschelduft, aber ich finde ihn wirklich sehr schön durch diese kleine Süße, die da mitschwingt. Und ja, im Schlafzimmer kann ich mir den richtig gut vorstellen. Kommt auf meine, ja, könnten wir mal machen, Liste. Als nächstes haben wir hier, ist glaube ich einer von den etwas neueren Düften, aber kein neuer Sommerduft. Oder ist es ein Sommerduft oder Frühling, Sommer, so ein Zwitterchen, ne? Und zwar der Honeysuckle and Green Apple. Und ihr wisst ja, vielleicht kann man es... Ja, ist ein bisschen schwierig zu lesen, ne? Ah, vielleicht könnt ihr es ja lesen.
wenn irgendwo ein Apfel drauf ist oder irgendwo Apfel steht, dann bin ich ja immer ganz vorne mit dabei. Ne? Ihr wisst es, ich bin selbst ein kleines Apfelmädchen. Ich liebe Apfeldüfte. Als wir jetzt so einen richtig kalten, ekligen Tag hatten, habe ich auch gleich mal einen Apfelduft unter der Lampe gestellt. Ne? So richtig schön Herbstduft. Ich liebe einfach Apfeldüfte. Ich finde sie traumschön. Und wenn wir dann noch sowas in einer frischen, sommerlichen, frühlingshaften Edition haben, dann brauche ich die natürlich. Nee. Leider glaube ich nicht. Nee, Der riecht für mich nach Putzmittel. Der riecht für mich richtig heftig nach so einem Kloputzmittel. Ja, leider. Ja, ich rieche, was er sein soll. Ich habe da irgendwo so einen grünlichen, künstlichen, leicht wässrigen Apfel, der so eine gewisse Spritzigkeit, Säuerlichkeit und Süße mitbringt. Ich habe da irgendwas Florales auch mit dabei. Aber er riecht für mich absolut nach Badreiniger, leider. Also, ist so ein Duft, den würde ich wahrscheinlich jetzt im Bad verdüfteln. Weil da passt er ja nicht gut hin, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, geht gar nicht, ne? Ist ein richtiger Stinker und, ne? Aber, ja, das ist jetzt nichts, was mich laut Juche und Juhu schreien lässt. Ja, ist für mich ein Badezimmerduft, der leider auch noch so diesen Badezimmer-Vibe hat. Also, werde ich wahrscheinlich nicht nachkaufen, ne? Sagen wir es einfach mal so, werde ich wahrscheinlich nicht nachkaufen, weil, ja, ist jetzt nicht so my cup of tea. Schreibt mir immer gerne, wie ihr die Düfte findet, weil die Nasen sind ja super unterschiedlich, ne? Und nur weil ich jetzt einen Duft nicht schön finde, muss das jetzt nicht heißen, dass ihr den auch grässlich findet, ne? Obwohl, man hat ja auch manchmal so Leute, die haben genau die gleiche Nase wie eine. Wenn der oder die sagt, das ist nichts, dann weiß ich, okay, ruhig, alles schön, dass die Nase ranhalten. Ne? Und wenn er aber sagt, könnte was sein, weil wird mir wahrscheinlich auch gefallen, ne? Manche sind sehr gefährlich. Okay, als nächstes nehmen wir mal den. Werden wir mal ein bisschen Foodie. Und um den schleiche ich schon länger rum. Und zwar ist die Rede vom Key Lime Cake Pop. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Cake Pop. Jetzt kommt die Sonne raus, ne? Wo ich es gerade ein bisschen heller gestellt habe. Könnt ihr es erkennen? Ich blende euch das Label nochmal ein. Also ich würde ja Cake Pop so per se eher nicht so essen, ne? Wie der zusammengeklitschte Teig. Aber ich liebe ja von Goose Creek den Candy Corn Cake Pop. Den brauche ich auch noch mal. Ich weiß gar nicht, gibt es den noch? Bitte Goose, sag mir, dass es den noch gibt oder dass er den neu auflegt für nächstes Halloween. Also ich liebe ja schon den Candy Corn. Der steht auch irgendwo da oben. Ich glaube hier. Von Goose ist einfach für mich der beste Candy Corn Duft. Und der Candy Corn Cake Pop, der ist noch so klitschig, teigig, flotzig, der ist einfach so nice, ne? Jedenfalls, die Cake-Pop-Düfte von Goose Creek mag ich sehr gerne. Deswegen durfte auch der Key Lime mit rein, weil ich dachte, okay, so ein bisschen was Limettiges, Kuchiges, Spritziges für den Sommer. Why not? Also schauen wir mal, wie der so ist. Ah, jetzt ist die Sonne weg, jetzt kann ich ihn euch, naja, ein bisschen besser zeigen, ne? So, schauen wir mal. Ah, und der ist so schön. Ich liebe so eine Art von Düfte einfach so, so sehr. Also wenn ihr den Lemon Drizzle Cake von Sensi liebt oder wenn ihr den Cosmic Cupcake von Country liebt, wir fast alle, ne? Ein schöner Duft, wissen wir. Dann sage ich euch, wird euch auch der hier gefallen. Der ist wie der Cosmic Cupcake, der hat auch diese Vanille-Backmischung, so also ein bisschen ganz leicht staubig, mehlig, aber trotzdem schlotzig, vanillig, flüssiger Kuchenteig-mäßiges. Und der hier hat aber noch diese zitrische Note, die im Cosmic Cupcake so ein bisschen mitschwingt, ist hier noch viel, viel spritziger, säuerlicher, präsenter. Und der, ja, das ist richtig so eine richtig spritzige, saure, erfrischende Limette. Und ich glaube, dass ich den richtig, richtig lieben werde. Ich glaube, den werdet ihr öfter jetzt hier bei mir sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den mir als Kerze hole, weil der ist richtig nice. Der ist richtig, richtig schön. Durch diese spritzige, saure Limette wird diese klitschig, schlotzige, flüssige Vanilleteig-Kuchennote
einfach so ein bisschen gepimpt und sommerlicher und erfrischender einfach gemacht, ne? Dass man nicht so davon erschlagen wird, sondern dass es auch echt gut im Sommer geht oder in so einem Sommermorgen, wenn man einfach noch so ein bisschen, ich mag das, ne? Wenn ich dann mein Käffchen trinke und so ein ganz leichter Foodie-Duft wabert hier so durch den Raum, finde ich irgendwie ganz nett, ne? Also der Key Lime Cake Pop, ich weiß, ist jetzt auch, glaube ich, kein neuer Duft oder es kam ja als Meltnöl raus, kann sein. Wie gesagt, bei Goose komme ich auch nicht immer hinterher. Diesen hier finde ich sehr, sehr nice und bin am Überlegen, wenn er, wie gesagt, warm auch so gut performt, wie ich ihn jetzt schon kalt finde, ob da nicht eine Kerze einzieht, weil der ist nett. Also wenn ihr so eine Düfte mögt, schaut den euch mal an, ne? Kann ich nur empfehlen. Hoppala. Hält hier mein Türmchen? Naja, nicht so wirklich, ne? Naja. Als nächstes nochmal ein bisschen was Grünes, denn wir haben ja Sommer, ne? Wir haben warme Temperaturen und zwar der Willow Tree Lane. Und da meinte ja die liebe Michelle, dass der so ein bisschen, oder dass der ziemlich ähnlich oder fast identisch zum, ach Gott, welcher war denn das jetzt? Plantation Row oder Rooftop Party? I don't know. Ich gucke nochmal nach, was sie genau gesagt hat und blende euch die Kerze ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls soll der ziemlich identisch zu diesem Duft hier sein. Und weil ich mir halt da nicht die Kerze holen wollte, weil ich mir nicht sicher war, dachte ich, yes, die Mails sind raus. Die Mama ist am Start, ne? Das finde ich immer cool, wenn irgendwann die Mails von diesen Düften erscheinen, weil man dann endlich mal anschnuppern kann, ohne sich gleich eine Kerze zu holen, ne? Weil ihr wisst, wie es ist. Man will nicht dann gleich die Kerze zu Hause haben, dann gefällt die nicht. Und was machst du denn damit, ne? Verkaufen ist auch immer so aufwendig, finde ich. Und dann, boah, man, brauchst du ewig. Und wenn es dann so ein Duft ist, der dir nicht gefällt und sie einfach nur so abfackeln, ist dann auch schade drum. Von daher, ja, war ich sehr happy, dass da das Mail rauskam. Na? Kommst du wohl, du kleines, freches Dingelchen? Ja, meine Lieben. Und sonst so? Ist alles gut bei euch? Läuft's? Oh, bei mir läuft's eher so semi-gut gerade. Was ist denn da los? Ein kleines. Jetzt haben wir es, Leute. Wir haben zwar das Klemmschell fast kaputt gemacht, aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Ihr wisst, oh, ist alles voller. Na, ich muss nachher eh sauber machen. Und ja, das ist ein sehr grüner Duft, wie er auch das Label und auch der Name jetzt schon vermuten lässt. Ne? Also, wenn man grüne Düfte nicht mag, würde ich euch den jetzt nicht empfehlen. Der ist sehr grün. Ein bisschen herb, spritzig, zitrisch, aber nur ganz. Dieses wabert nur so im Hintergrund. Und dann sehr wässrig. Aber eigentlich habt ihr hier zu 80% grüne Noten. Der ist grün, 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 erfrischend. Ich glaube auch, dass der sehr gut das Raumklima so ein bisschen runterkühlt im Sommer. Ich glaube, der hat was sehr Durchatmendes, wenn es so warm ist, könnte ich mir vorstellen. Weil er für meine Note fast nur aus grünen Noten besteht, wie gesagt, noch so ein bisschen was Wässriges dabei. Aber auch so, ja, so ein bisschen, so ein ganz Ticken maskulin Duschbad schreit er vielleicht so von ganz weit hinten. Aber wirklich so ein Hint off. Ja. Ein bisschen was Krautiges vielleicht auch. I don't know. Aber die grünen Noten dominieren hier. Ist ein schöner Duft. Wie gesagt, ich kann mir den, wenn es richtig warm ist, gut vorstellen. Hat auch so einen leichten Spa-Charakter. Der ist sehr sauber, sehr clean. Ohne viel Brummbumm und was weiß ich nicht alles. Der ist wirklich grün, sauber, kühlend irgendwie. Relaxing. Ja, I like. Ich wüsste jetzt nicht, bräuchte ich davon eine Kerze? Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt gucken, wie er im Raum performt und wie er so rumwabert. Ja, an sich aber erstmal ein sehr schöner Sommerduft. Willow Tree Lane. Ja, Name und auch Label finde ich auch wunderschön. Ich weiß auch nicht. Magisch irgendwie. Und dann zeige ich euch jetzt mein Favorite. Wenn ihr mir auf Insta folgt, wisst ihr schon, um welchen Duft es sich handelt. Ich finde den echt.
Ich habe schon öfter mal gehört, dass der schön ist. Es gibt ja auch die Bodylotion, es gibt die Handcreme, es gibt die Seife und es gab auch immer den Dreidochter. Aber ich habe mich halt nicht rangetraut, weil, wie gesagt, man weiß es nicht. Ne? Dann hast du hier eine Kerze und dann ist dir die nicht wohlig. Und jetzt gab es endlich die Meldung. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, komm, Jess, jetzt bestellst du. Ne? Du musst jetzt endlich nach Ewigkeiten wissen, wie dieser Duft riecht. Und zwar ist die Rede vom Lush Getaway. Also über dieses traumhaft schöne Label brauchen wir wohl nicht reden. Oder diese traumschönen Farben, dieser Himmel, das Meer. Ja, würde ich hinfahren, ne? Hätte ich jetzt keine Probleme, würde ich locker eine Woche aushalten, ne? Ist in Ordnung, kann man machen. Also Label ist schon mal 10 von 10. Wachsfarbe finde ich auch sehr, kann man es erkennen, sehr schön, so ein ganz sanfter Fliederton. Und der Duft, Leute, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe mir die Duftbeschreibung, ich lese mir die immer nicht durch. Ich glaube, da ist Erdbeere drin, weil ich nehme irgendwas Erdbeercremiges wahr. Aber ihr wisst ja, ich habe ja nicht so einen großen Fable für Erdbeerdüfte. Ne? Dieser Unicorn Kisses von Scentsy, da kriege ich euch. Ne? Muss nur das Bar in meiner Nähe sein, schon werde ich unruhig, weil der geht gar nicht. Genauso der Summer Scoop, oh, jetzt wird es wieder sehr hell, ne? Der Summer Scoop von Yankee Candle, leider nein, leider gar nicht. Aber hier ist die Erdbeere, ach je, hier sieht er aus wie ein Gespenst, könnt ihr mich noch sehen, wartet mal. I'm so sorry for that, aber was soll ich machen, meine Lieben, ne? Das geht einfach nicht. Ach, jetzt habe ich noch alle Knöpfe und auch noch falsch gedrückt. Wartet mal kurz. Oh, mein Gott. Ist jetzt ein bisschen besser. Ein bisschen, ne? Aber die Sonne. Ich gehe mal hier ein bisschen nach hinten, ne? Oh, der ist einfach diese Erdbeere ist so cremig und süß. Und als ob da so Erdbeere. Ein bisschen cremig Kokosnuss, I don't know. Und dann so Blüten wabern da, so liebliche, süße, tropische Blüten. Ganz klein bisschen was Wässriges. Aber hat auch irgendwie so ein, eine frische Wäsche, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein Hint auf was Sauberes. Oh, ich finde den schön. Das wäre, glaube ich, so richtig geiles Body Spray. Ja, ich finde den richtig, richtig schön, ne? Oh, der ist klasse. Und die Erdbeere kommt hier nicht so penetrant und aufdringlich raus, sodass man denkt, ach je, was ist das denn, ne? Sondern so ganz mit den Blüten ist das so eine Melange, die echt, echt nice ist, ne? Der Lush Getaway von Goose Creek. So, nur Goose Creek, ne? Oh, ich hab's mal dazu gesagt. Sehr, sehr schöner Duft. Wenn der warm auch so nice performt, dann wird die Kerze bei mir einziehen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber ich habe es mal so ab und zu anklingen lassen. Ich habe so eine kleine Obsession. Oh Gott, ich sehe auf, wie ein Geist. Oh, lass mal die Sonne scheinen. Ja, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ich habe so eine kleine Obsession, gerade im Sommer, was Melonendüfte, Wassermelonendüfte. Liebe ich. Ich liebe auch den von Scentsy, den Tangerine, Watermelon Tangerine oder so. Also wir kommen erstmal zum Duft, ne? Und zwar habe ich mir geholt den Farm Stand Melon. Das ist einer von den neuen Sommerdüften. Und den gibt es auch als Dreidochter, ne? Und jetzt kam auch die Melt raus. Pinkes Wachs. Und ja, das ist ein richtiger krasser Wassermelonenduft. Der ist süß, der ist wässrig, der ist ein bisschen zuckrig, aber nur ein bisschen. Und ihr habt hier Wassermelone, ihr habt hier für meine Nase aber Honigmelone, Gallimelone, diese ganzen anderen Melonen auch. Der ist nicht nur pur Wassermelone, der ist nicht so zuckrig. Da kommt auch ein bisschen was, wie gesagt, was Wässriges, ein bisschen auch was Herbes, Grünes, was diese anderen Melonensorten so mit sich bringt, diese leichte, herbe, grüne Note. Und die riecht man hier richtig krass raus. Also ich würde sagen, das ist ein bunter Früchtekorb voller Melonen. Also alles Mögliche, was ihr euch an Melonen vorstellen könnt, ist hier drin. Und sehr wässrig, süß, leicht herb. Ja, ist ein richtig schöner,
Sommerduft, der gute Laune macht, der, den man anmacht, wenn es warm ist, wenn man so im Summer-Feeling ist. Wie gesagt, durch diese leicht herbe grüne Note, die die anderen Melonensorten so mit sich bringen, glaube ich, geht der auch richtig gut, wenn es warm ist, wenn es richtig warm ist, weil er so was Erfrischendes, Wässriges hat. Also den Farm Stand Melon finde ich sehr, sehr schön. Jetzt fragt ihr euch, könnt ihr da vielleicht die Kerze einziehen? Es gibt da noch einen von Goose Creek, den ich noch schöner finde, was Wassermelonendüfte angeht. Vielleicht habe ich mir da die kleine Kerze zugelegt, weil ich habe von dem schon die Handcreme, schon seit 2 Jahren oder so, schon eine ganze Weile. Und der ist halt irgendwie rausgegangen aus dem Sortiment und kam jetzt wieder. Jedenfalls habe ich jetzt plötzlich den Eindochter entdeckt und es gibt den auch als 3-Dochter. Ich habe mir jetzt den Eindochter geholt und zwar ist die Rede vom Watermelon Lemonade. Von diesem wunderschönen kleinen Teilchen, ne? Wachsfarbe macht schon gute Laune, würde ich sagen. Und ich liebe diesen Melonenduft. Denn hier habt ihr wirklich die Wassermelone. Die zuckrige, süße, ganz leicht quietschig, künstliche Wassermelone. Also hier muss man wirklich Wassermelonenmädchen sein. Oder Junge, whatever. Der hat auch was ganz leicht Cremiges mit dazu. Ich liebe diesen Duft. Oh, der ist... Der riecht für mich einfach wie so ein Sommertag, wenn ihr irgendwie draußen wart, keine Ahnung, vielleicht ne, anstrengend, nach Hause kommt, euch duscht, eincremt mit so einer ganz leichten, wässrigen Bodylotion, euch aufs Sofa legt, die Füße hochlegt, Fenster sind offen, es kommt so eine ganz leichte, kühle Brise und ihr habt so eine riesige Schüssel mit Wassermelone vor euch stehen, die ihr euch gönnt und dazu eure Lieblingsserie guckt. So riecht dieser Duft für mich. Und ich freue mich so sehr, ihn unter den Warmer zu stellen. Ich hoffe, er knallt ordentlich. Es ist, ja, es, dieser Duft hier, würde ich sagen, der Farm Stand Melon ist authentischer. Da riecht ihr wirklich richtig Wassermelone und verschiedene Wassermelonensorten. Der hier ist ein bisschen künstlicher, ein bisschen zuckriger, ein bisschen over the top, aber ich liebe ihn, er ist so. Und wenn ich schon Bock habe auf so einen richtigen, quietschigen Happy Scent, ne, dann... Und wie gesagt, der hat auch so eine ganz leicht cremige Note mit dabei. Oh Gott, ich finde den so nice. Und ja, ich bin happy, dass er jetzt bei mir wohnt, weil ja, Watermelon Lemonade. Wenn man Melonenmädchen ist, ne? Wenn man so eine Düfte mag, dann kann ich euch den echt nur empfehlen. Der ist nice. Ja, fließender Übergang zu den Kerzen. Wir machen gleich mal weiter. Und zwar... Mit welchem machen wir denn weiter? Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal einen Foodie-Duft. Wahrscheinlich kennen den schon ganz, ganz viele von euch. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt und ein Foodie-Näschen seid, dann, Leute, müsst ihr euch den angucken. Eieiei, bin ich hell, ne? Man kann ja nichts mehr sehen. Wie das aussieht. Wenn ich mich ein bisschen zurücklehne, geht's. Naja, machen wir uns mal bequem, ne? Und zwar ist die Rede vom Lemon Vanilla Cake Batter. Das ist ein Duft, der ist schon relativ alt, den gibt es schon ganz, ganz lange bei Goose. Schon als ich angefangen habe mit Düfteln, war der Lemon Cake Batter dabei. Und ich hatte von dem mal Melz und fand ihn echt nice. Und der ist mir all die Jahre, ja man kann schon fast Jahre sagen, nicht aus dem Sinn gegangen. Und ich dachte, okay, irgendwann musste der mal, weil die Melz gibt es nicht mehr, irgendwann musst du dir da mal die Kerze von holen, weil der echt so schön ist. Und Leute, der riecht wirklich original, wie so ein richtig schlotziger, flüssiger Zitronenkuchenteig. Der hat nicht so diese hier wie beim Lime Cake Pop oder Cosmic Cupcake, der hat nicht so diese pudrige, staubige Backmischungsnote dabei, sondern das ist wirklich nur richtig cremig, schlotzig, fast schon ein bisschen puddinghaft Zitrone. So ein Zitronenpudding, schlotzige Kuchenteig-Melange. Oh, so gut, so authentisch, so lecker. Null Putzmittel, ne? Zitrone hat man ja immer so ein bisschen Angst. Der ist einfach nur
Leute, der ist einfach nur gut. Und ich hoffe, dass er unter dem Warmer richtig gut performt, weil die Mails waren ein bisschen schwach auf der Brust. Und ich hoffe, die Kerze knallt richtig, weil eigentlich sind die Eindochter immer sehr intensiv. Gott, Leute, also wenn ihr so Zitronenkuchen-Leute seid, oh, der ist einfach wirklich, also der ist wirklich. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Wie gesagt, der ist schon ein bisschen was älter. Eigentlich müssten den schon alle kennen, aber falls nicht, schaut ihn euch an, ne? Den kann man, also der ist wirklich, der ist wirklich gut, ne? So, machen wir mal weiter mit einem bisschen was Foodie-mäßigem. Und zwar, upala, Hilfe, hatte ich euch ja auf Insta gefragt nach euren liebsten Kaffeedüften, ne? Oh, das Glas schließt nicht mehr richtig, merke ich gerade, das kann man durchdrehen, also das ist ja schade. Guck mal, seht ihr das? So festdreht, dann zack. Na gut. Jedenfalls hatte ich euch auf Instagram gefragt nach euren liebsten Kaffeedüften, ne? Und ihr hattet mir auch ganz fleißig geantwortet. Ich habe die alle in meiner Story gepostet und wie gesagt, ja auch ein Highlight-Ordner dazu gemacht. Und die liebe Elisa hatte mir von Goose Creek den Kaffeehaus oder wie heißt denn der? Turkish Coffee? Aus dieser World Traveler Collection ist der, ist der gleiche Duft, empfohlen, dass der so schön sein soll. Wie gesagt, ihr habt mir alle ganz tolle Düfte genannt und habe ich hier bei dir mal in die Noten geguckt, weil wir so ein bisschen drüber geschrieben hatten und da war, glaube ich, auch Karamell oder irgendwas war noch mit dabei, was mich angefixt hat, ne? Wo ich dachte, oh oh, I need. Und da ich eh schon bei Goose bestellt habe, dachte ich mir, ach komm, nimmst du den mal als kleinen Eindochter mit, gönnst du dir mal, bist du mal mutig, weil ich habe ja nur die Falala Latte hier als Kaffeekerze und war so ein bisschen Abwechslung, mal ein bisschen was anderes. Und ich habe auch, da geht meine Kerze auch so schnell alle, wenn ich die jeden Morgen unter den Warmer stelle, ne? Deswegen dachte ich, ich brauche auch noch einen zweiten Kaffeeduft, dass ich mal so ein bisschen variieren kann. Und ja, es ist ein schöner, leicht cremiger Kaffeeduft, ein bisschen. Also ist jetzt nicht die Kaffeebohne. Ihr habt einen schwarzen Kaffee, ihr habt da ein bisschen Milch drin, weil er so was Cremiges hat. Und ja, auch so eine gewisse süße Karamell, ich weiß nicht, ob Karamell drin ist, aber irgendwie bilde ich mir da ein, so ein bisschen was Crispy-mäßiges von Karamell zu riechen. So eine gewisse Süße. Ja, ich finde den echt schön. Diese süße Karamellnote fixt mich halt irgendwie so an. Und ich bin sehr gespannt, wie der warm unterm Warmer performt. Denn Kaffeedüfte können mir auch schnell mal zu viel werden. Wenn es nämlich so richtig so bam in your face und, ne, zum Beispiel der von Country, der Coffee, heißt der auch Coffeehouse? Ich weiß gar nicht, oder nur Coffee, I don't know. Ich kann ihn euch ja mal einblenden. Der ist mir zum Beispiel, also wenn ihr einen richtig, richtig intensiven Kaffeeduft sucht, dann ist das euer Shit. Weil der ist so intensiv. Wenn ihr den anmacht, Leute, der knallt euch die ganze Wohnung. Der ist so intensiv. Dann ist der super für euch, auch ziemlich authentisch für meine Nase. Ich bin gespannt, wie der ist, weil so ein bisschen zurückhaltender. Der Kaffee muss für mich nur so entspannt und leicht durchs Zimmer wabern, ne? So wie Kaffee eben auch ist, so, der muss so was Entspannendes, so ein bisschen was Kuscheliges, so ein bisschen was Behagliches mit sich bringen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der Kaffeehaus von Goose performen wird. Ich werde es euch in meiner Story oder mal hier in irgendeinem angedüftet natürlich wissen lassen, ne? Wie er mir gefällt. Ich hatte ihn noch nicht warm. Und dann noch ein Duft, den ich einfach liebe, den ich euch schon öfter gezeigt habe, den ich auch schon in meiner Story gezeigt habe, und zwar der Sunset Sparkle. Ich liebe die Melts vom Sunset Sparkle. Es ist für mich der Sommerduft, also wirklich einer der schönsten, guckt euch jetzt mal das Label an, einer der schönsten Düfte, die Goose Creek jemals rausgebracht hat. Also wirklich, wenn nicht der schönste, er ist unfassbar toll. Sowas wie den habe ich noch gar nicht gerochen. Der ist für mich einfach Sommer. Der riecht so, wie dieses Label aussieht. Ihr steht an dem Strand, es war ein warmer Sommertag, ihr steht an dem Strand, es euch wabert zum ersten Mal so eine kühle Brise vom Meer entgegen. Die warme Sonne, die gerade so am Untergehen ist im Meer, scheint euch doch so ins Gesicht.
Ihr habt so diese Sommerluft in der Nase, dieses wunderschöne Bild vor Augen. So riecht dieser Duft, ne? Amber, da ist für mich auf alle Fälle Amber drin. Er hat auch so was leicht bergamottig-spritziges, leicht zitrische Noten, Amber, ein bisschen was Kuscheliges, ein bisschen was Frisches. Ich habe keine Ahnung, was wirklich drin ist. Er ist einfach nur genial schön. Und ich hatte den Housewarmer hier, oder ich habe den Housewarmer hier bei mir. Leider ist der Housewarmer so, so schwach auf der Brust. Also wirklich, man nimmt den kaum wahr. Man muss schon echt nah um seine Kerze rumschleichen und um den unterm Warmer wahrzunehmen, was wirklich sehr, sehr schade ist. Und jetzt dachte ich mir, komm, probier mal aus, ob der Eindochter vielleicht ein bisschen intensiver ist, wenn ich ihn hier unter meine Beacon stelle. Vielleicht knallt er ein bisschen mehr, weil Leute, dieser Duft muss knallen, weil er so schön ist. Also wenn ihr den noch nicht kennt. Ich habe auch die Melts hier. Holt euch die Melts. Schnuppert den mal an, wenn ihr den noch nicht kennt. Das ist für mich, es ist der Sommerduft. Ja, so ein bisschen, ja, bergamottig, zitrisch, amber, parfümig, kuschelig und doch so sommerlich, aber nicht so tropisch sommerlich, sondern so anders, so, oh. Wie gesagt, sowas wie den habe ich noch überhaupt nicht gerochen. Hätte ich keinen Duft in meiner Sammlung oder in meinem Kopf, wo ich sage, der geht in die Richtung von Sunset Sparkle. Der ist einfach unique und wunderschön. Ich hoffe, drückt mir die Daumen. Ich lasse es euch noch wissen, dass der Eindochter mehr knallt unter der Beacon, weil, oh Gott, dieser Duft ist einfach nur traumschön. So, meine Lieben, wir kommen zum letzten Duft aus meiner kleinen, feinen Bestellung und auch zu dem Duft, den ich euch eigentlich als erstes zeigen wollte. Jetzt ist es der letzte Duft geworden, ist egal, hat nichts zu sagen, ne? Und zwar, ich glaube, ihr alle habt ihn schon. Ich bin wieder die Letzte, die auf dem Bandwagon aufgesprungen ist, aber ich hatte ihn auf dem Schirm. Ich hatte ihn ganz lange auf dem Schirm, hatte ihn auch öfter in meinem Körbchen und dann habe ich ja doch nicht bestellt. Ihr kennt die Story ja schon, ich habe es euch erzählt. Und ich wusste aber, dass wenn ich wieder bei Goose bestelle, wird dieser Duft auf alle Fälle bei mir einziehen. Denn der schreit meinen Namen. Und zwar der Candied Rose Cake. Ihr wisst es ja, ne? Ich bin Rosenmädchen. Mein Rosenvideo ist übrigens von euch schon abgedreht und fertig. Ich habe nur noch keinen Slot gefunden, wann ich euch das mal zeigen kann. Also es ist da. Ich muss nur mal einen Freitag finden, wo ich euch den zeigen kann. Naja, wie dem auch sei. Der Candied Rose Cake Label ist nice, oder? Ist das nicht fancy? Fancy, so ein bisschen Pop-Art-mäßig, finde ich total cool. Und der Duft, es ist einfach ein richtig krasser, foodiger Rosenduft. Er hat für mich nichts mit dem Rose Cake Icing, heißt der Icing? Rose Cake Icing? Auch von Goose, der so ähnlich aussieht, der Duft, ne? Ihr wisst bestimmt, ne, Pink Petal Icing, ne, Rose Petal Icing, glaub schon, ich blende ihn euch ein. Hat er überhaupt nichts zu tun und er geht auch nicht in die Richtung von Sweet Morning Rose von Yankee, den ich ja vergöttere, ne? Dieser Rosenduft ist einfach, dieser foodige Rosenduft ist Holy Grail, also wirklich, an dem muss man mal geschnuppert haben. Sondern der ist so anders. Der ist cremig, schlotzig, aber der hat keine explizite Vanillenote oder Zitronennote oder irgend sowas Kuriges für mich, sondern einfach nur so ein richtig schlotzig, dekadenter, sahniger Sahnekuchen. Gibt sowas? I don't know. Ich kenne mich nicht so aus. Irgendwie sowas in der Richtung ist das für mich. Dann halt die Rose knallt richtig. Die Rose sagt Hallöchen, die ist da. Also man muss Rose mögen. Und dann hat der aber auch noch so was leicht Würziges, fast schon Gemütliches, Zimtiges. Also da ist ja, glaube ich, auch Zimt drin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Jedenfalls denke ich das, wenn ich an ihm rieche. Ich nehme da so eine leicht würzige Zimtnote noch wahr, die das Ganze nochmal so ein bisschen, nochmal so ein bisschen reichhaltiger macht. Da denkt man, okay, also wenn du daran schnupperst, da wachsen die Muffintops von alleine, ohne dass du dir ein Stück Kuchen reinschiebst. Brauchst du nur an der Kerze riechen, ne? Die macht dir einen Job, ne? Und ich glaube, wenn es so einen Kuchen gäbe, würde man
mit Ach und Krach ein Stück schaffen und dann wärst du aber sowas von proppevoll, weil der so dekadent und schlotzig ist. Wie gesagt, noch diese leichte Zimtnote mit dabei. Und die Rosenblätter. Leute, der ist nice, wäre für mich aber kein Duft, den ich im Sommer bei 30 Grad düfteln könnte. Der sagt Hallöchen, den hatte ich schon mal unterm Warmer. Der ist intensiv, der sagt Hallöchen, der ist schön, ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr, weil ich bin auch, man muss Rosenmädchen sein und man muss auch so schlotzige, leicht zimtige Düfte mögen, weil kommt alles für mich durch. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie gesagt, ja, ist für mich kein Sommerduft, dafür ist er zu präsent, zu potent, zu sehr da und ja. Aber so für so den Frühling, für so kühlere Frühlingsmorgende oder auch Abende oder ich kann mir den auch gut im Herbst vorstellen, durch diese leichte Zimtnote, der ist ja wirklich schön und wenn man Rosenmädchen ist, kann man sich den angucken. Also, kann man machen. So, meine Lieben, jetzt bin ich auch mal auf die Idee gekommen. I'm so sorry, ne? Meine Rolle runterzumachen, dass uns die Sonne nicht die ganze Zeit hier so ins Gesicht scheint. Naja, gut. Das hätte ich auch mal wesentlich früher machen können, ne? So ist die Hälfte des Videos ein bisschen überbelichtet. Aber es geht ja um die Düfte, ne? Ich muss erstmal wieder hier in den Sommermodus reinkommen, damit ich weiß, wie ich hier was am besten mache. So, lange Rede, gar nicht viel Sinn. Wir sind durch. Das war meine kleine, feine Goose Creek Bestellung mit sommerlichen, doch, ich würde sagen, doch, größtenteils sommerlichen Düften. Ein paar neue Düfte, ein paar altbekannte, ein paar sehr alte Düfte. Ich bin glücklich. Außerdem, wie hieß der nochmal? Honeysuckle and Green Apple. Ist jetzt nichts dabei, was mir nicht gefällt. Also der ist jetzt auch kein Stinker, aber der reißt mich jetzt bei weitem nicht um. Alle anderen Düfte sind wirklich sehr schön und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie hier bei mir eingezogen sind. Also kann ich nicht anders sagen. Und ich vermute mal, dass ich bald wieder bei Goose Creek bestellen werde und vielleicht auch ein, zwei Kerzen bei mir einziehen werden, weil, ja, der Lush Getaway und der Key Lime Cake Pop sind schon wirklich Düfte, die nice sind, ne? Und bei denen ich wirklich überlege, ob ich da nicht die Kerze brauche. I don't know, die sind schon nett, ne? Die sind schon wirklich sehr, sehr nett. Aber wie gesagt, wir probieren sie erstmal warm aus und dann entscheiden wir. Vielleicht released Goose Creek bis dahin auch noch ein paar neue Sommerdüfte. Ich liebe einfach Sommerdüfte, ne? Herbst, Winter, Frühling, so halb schaffe ich es immer noch so halbwegs Nein zu sagen. Oder mir zu sagen, okay, Jessie, sei tapfer, du hast eigentlich, ne? Du hast. Aber wenn es denn Sommer wird und dann diese, ich weiß auch nicht, dann, ja, ist schwierig. Sommerdüfte, ich mag Sommerdüfte, ne? Dieses Wässrige und dieses Florale, dieses Grüne, dieses Unbeschwerte, das Leichtige. Ab und zu ein Hint auf was Fruchtiges mit dabei, aber nicht zu sehr. I like. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's. Ich habe das Gefühl, es war ein leicht chaotisches Video. Ich habe euch ganz schön voll getextet. Aber gut. So ist es manchmal, ne? Ich hoffe, ihr habt es gut überstanden. Ihr hattet Freude beim Video, habt ein bisschen was mitgenommen. Schreibt mir gerne, was ihr von meinen Düften haltet. Ob da auch was für euch mit dabei wäre oder ob ihr sagt, leider gar nicht. Oder ob ich vielleicht einen Duft übersehen habe, den man sich unbedingt angucken sollte. Den Apple Blossom. Ich ärgere mich, dass ich mir den Apple Blossom nicht mitbestellt habe. An dem hätte ich irgendwie auch gerne nochmal geschnuppert. Aber irgendwie, ja, habe ich nicht schnell genug geschalten. Na gut, wie dem auch sei, lasst es euch gut gehen, lasst es entspannter gehen, lasst euch nicht stressen, bleibt gesund und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.